Das Beispiel, nach 3 Monaten solche Effekte zu haben, aus dem Körper selbst heraus, ja. Ihr müsst ja immer denken, diese Haartransplantation ist zwar eine Operation, ihr habt direkt wieder neue Haare, die Frage ist aber, wie lange und wie beständig. Also in den ersten 2 Wochen, da war es so, die Haare sind gar nicht erst ausgefallen und die Haare sind dunkler geworden. Ich finde, man sieht ganz klar den Unterschied. Ja. Was kann man tun, wenn man Haarausfall hat? Es ist multifaktoriell, wie man es heute sagt. Das heißt, es ist die Bewegung. Es ist die Zeit, wie oft ich an sauerstoffreicher Luft bin, echten Lichtfaktoren. Es ist die Zeit, wie lange sitze ich am Laptop. Es ist die Zeit, wie lange sehe ich abends Blaulicht, wegen meiner Chronobiologie, wegen dem Wachstumshormon. Es ist meine Ernährung. Also es hat mit ganz vielen, es ist meine geistige Einstellung, meine Haltung zum Leben. Es hat sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Gründen zu tun, wieso die Haare ausfallen. Wir werden dies heute in diesem Video auf die wenigsten und auf die intensivsten, auf die schlimmsten und die schwäbigsten konzentrieren, um mal den Menschen ein klares Bild davon zu geben, wieso die Haare ausfallen. Denn die Punkte, die wir heute nennen, wie Elektrosmog oder Bildschirmarbeit, die sind den wenigsten bewusst und aber sind heute Standard. Wann bekommt man Haarausfall und ist es eine Mangelerscheinung oder ist es ein Entgiftungsprozess vom Körper? Ja, es kann sowohl als auch sein. Tatsächlich ist es manchmal so, dass der Körper auch zerstörtes oder sprödes oder gebrochenes Haar lieber abstößt, anstatt das noch zu reparieren, weil es besser für ihn ist, Neues zu bilden. Aber das ist leider in den seltensten Fällen der Fall. Meistens ist es so, dass es durch einen Mangel, durch Vergiftung, durch zu viel Stress entsteht. Dass der Mensch 90% der Zeit in geschlossenen Räumen verbringt, war nicht immer so. Eigentlich sind wir evolutionsbiologisch immer draußen gewesen. Wir sind eigentlich Menschen, die im Wald oder, sag ich mal, in der Steppe oder in der Prärie oder natürlich optimalerweise in einer Atmosphäre mit Bäumen, Wäldern und Grün zu Hause waren. Und das heißt, wir sollten diese Faktoren auch in unser Leben zumindest noch integrieren. Jetzt wissen wir beide, du weißt es auch, wir sind oftmals in geschlossenen Räumen. Bitte verbindet euch mit der Natur. Geht raus, denn die Lichtfaktoren, die Chronobiologie steht über allem. Wann mache ich etwas? Welche Informationen bekommt mein Immunsystem? Welche Informationen, die Eiweißfaltung, alles hängt davon ab, welche Lichtfaktoren sind. Beste Beispiel, welches Hormon wird abends gebildet, wenn es dunkel wird? Melatonin. Richtig. Und da sehen wir, dass Hormonbildung, ja, also Haare haben sehr viel mit Hormonen zu tun, ja. Und Hormonbildung hat sehr viel mit unserem Wach- und Schlafrhythmus zu tun, wie wir uns an der Sonne, an dem zirkadianen Rhythmus orientieren. Das nennt man Chronobiologie. Chronos Zeit, Biologie heißt? Leben. Genau, ja. Wie hattest du gestern so schön gesagt? Lebenszeit. Lebenszeit. Ja. Wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um? Wie lebe ich meine Chronobiologie? Da gibt es Professor Maximilian Moser und unglaubliche neueste Forschungsergebnisse, die zeigen, die 3 Säulen der Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Entspannung, die wir bisher als wichtigste Faktoren gesehen haben für Gesundheit, die werden jetzt getoppt von der Chronobiologie, die in der Pyramide noch drüber steht. Und das ist spannend, denn es geht immer darum, wann mache ich etwas. Wenn ich in der Nacht den besten gekeimten Buchseiten mit Sprossensalat esse, ist es schlecht, weil meine Organe sich an einer Tagesrhythmik orientieren, im zirkadianen Rhythmus, und nach dem Sonnenstand gehen und da bestimmte Hormone bilden. Deswegen ist bei Haarausfall ganz wichtig, morgens raus, echtes Blaulicht abholen. Mittags raus, in der Mittagspause, auch wenn man arbeitet, kurze Runde gehen. Die Haare brauchen Luft, die Haare brauchen echtes Leben, die Haare brauchen Licht. Ganz wichtig zu verstehen, was die Haare überhaupt sind. Das Allerwichtigste ist auch in vielen Legenden und Mythen verankert, ist, dass darin unsere Schöpferkraft liegt. Samson wurde in die Haare abgeschnitten und dann waren seine großen Mächte und seine Kräfte weg. Wenn man Indianer die Haare abschneidet, können sie keine Fährten mehr lesen. Wenn man Menschen bei der Armee die Haare abschneidet, werden sie zu rücksichtslosen Kampfmaschinen und Robotern. Während deine Fühligkeit, die Haare sind wie die Fühler, wie die Antennen, die auch gen Himmel gerichtet sind. Ja? Und diese Antennen, die nehmen die ganze Umwelt wahr. Wir nehmen sogar mehr Energie, mehr kosmische Energie und tatsächlich auch mehr Nahrung auf über die Haare. Jetzt stell dir vor, bei Pferden hat man gemerkt, wenn sie lange Haare haben, brauchen sie weniger Essen. Es ist tatsächlich so, dass wir mit den Haaren nicht nur mit der Umwelt kommunizieren. Denn die Haare brauchen auch Wind. Ihr seht es, Leute, wie gesagt, es ist multifaktoriell. Durch die Haare muss Wind gehen, die Haare brauchen Licht, die Haare brauchen verschiedenste Faktoren. Ja, auch das Licht, die Sonne. Wusstest du, dass Vitamin D aus Schafswolle gewonnen wird? Nein. Aha. Wirklich? Ja. Wieso aus der Schafswolle? Überleg jetzt mal. Das Vitamin D wird hier gespeichert. Da kommen wir auch zum nächsten Thema. Falsche Haarpflege. Die Leute benutzen unglaubliche Giftsachen, giftige Stoffe. Ich habe in meiner Haarkur, die drunter verlinkt, das ist genau die richtige Anleitung. Welche Superfoods, welche Seifen, welche Cremes man benutzen muss. Weil das ist ein Horror. Mhm. Da sind Sachen drin, die würde man nie in den Körper haben wollen. Aber die Haare nehmen natürlich auch Sachen auf. Das heißt, die Haare sind ganz, ganz wichtig für Schöpferkraft, Orientierung im Leben. Alle weisen Menschen, Jesus lange Haare, Rastafari lange Haare, Zen-Meister lange Haare, alle heiligen Menschen auf der Welt haben immer lange Haare. Mhm. Ja? Stimmt, genau.
Daran sehen wir, unser Bewusstsein ist in unseren Haaren. Und deswegen ist auch so leidiges Thema, seine Haare zu verlieren. Und jeder, der das tut, tut mir aufrichtig leid, aber es ist deine Verantwortung. Weil bisher hast du die Information nicht, aber jetzt kannst du die Information von mir hier gesammelt haben und kannst dich strikt danach halten. Wunder dich nicht, wenn es dein ganzes Leben umstellt. Denn die Lebensgewohnheiten, die du hast, haben dazu geführt, dass du Haarausfall bekommen hast. Du musst also einiges ändern, mein Freund oder meine Freundin. Es ist an der Zeit, selbstverantwortlich durchs Leben zu gehen und nicht sagen, oh, ich bin Opfer von der Genetik. Epigenetiker wie Dr. Bruce Lipton haben ganz klar gezeigt, dass die Epigenetik maximal 15% genetische Prädispositionen erlaubt. Das heißt, der Rest wird durch das Umfeld bestimmt. Epigenetik heißt, die Informationen in der DNA werden durch das Umfeld beeinflusst. Mhm. Ja, ein ganz neuer Forschungszweig, aber der hat die ganze Medizin und Biochemie auf den Kopf gestellt. Carrell hat das damals wunderbar rausgefunden. Ein Hühnerei-Zelle hat die ganze Zeit überlebt, wenn man nur die Nährlösung gewechselt hat. Das heißt, wir sind eigentlich unsterbliche Wesen, wenn man dem Körper alle Nährstoffe gibt, die er braucht. Wenn man ihm das Umfeld gibt, die Luft, das Licht, den Sauerstoff. Was passiert mit einer Pflanze, wenn man sie in ein dunkles Zimmer stellt, die eigentlich draußen lebt? Dann verliert sie natürlich ihre Blätter, sie werden braun, sie fallen ab, sie geht ein, also sie schrumpft natürlich. Ja. Was heißt das für den Menschen, wenn wir 90% in geschlossenen Räumen sitzen? Na, im Prinzip heißt es genau das Gleiche, weil wir auch lebendige Wesen sind. Richtig. Und zudem kommen Störfelder dazu. Störfelder heißt Funk, Radar, Handy, Steckdose allein schon, elektrisches Licht, Drucker im Raum, Laptops und PCs, die nie für Innenräume gedacht waren, die wurden für das US-Militär entwickelt. Das sind Geräte, die haben nichts in einem Raum zu tun. Und die haben wir meistens alle konzentriert in einer unmittelbaren Umgebung. Glaube nicht an unsichtbare Felder, aber unser Haarwachstum ist sehr stark davon abhängig, inwieweit wir in Elektrosmog belasteten Feldern sind. Inwieweit wir keinen freien Himmel, denkt daran, freier Himmel. Das ist ein stehender Begriff, das ist wichtig, dass ihr versteht. Draußen sein ist was anderes, als wenn ich auf dem Balkon bin und über mir ist noch was drüber. Ja. Es ist wichtig, wirklich unter freiem Himmel zu sein, weil dann wir mit der Schöpfung in Kommunikation sind. Unsere Haare wachsen. Unsere Haare sind wie Pflanzen, wir müssen einfach nur vorstellen. Die brauchen Nährstoffe und sie brauchen Licht und Sonne und Luft. Was für Vitamine oder Mineralien fehlen dann? Richtig. In aller Regel sind das Zink, Magnesium, Eisen, Vitamin E, ja, haben viele gar nicht auf dem Schirm, Vitamin D und Vitamin C. Aber natürlich auch ganz viele andere Sachen. Es fehlt an Chlorophyll. Es fehlt an gesunden Nährstoffzufuhr zu den Haaren, dass das Kapillarsystem offen ist, dass die Durchblutung der Kopfhaut gut ist. Es sind also ganz viele Faktoren. Es liegt an einem gesunden Darm, denn ich kann noch so viele tolle Sachen aufnehmen. Wenn die Darmwand verschleimt ist mit Gluten, mit Fleischresten, also mit Leichengiften oder mit Ablagerungen und sonstige Sachen, wenn unsere Arterien mit Cholesterin voll sind, dann kommen die Nährstoffe, auch wenn ich sie habe, nicht so gut zum Haarboden hin und können die Haarwurzel aufbauen und neue Haare sprießen lassen. Befreien und dann ein neues Milieu anzureichern, ein basisches Milieu. Und die fehlen sehr viel. Kupfer auch ganz wichtig für, wenn man das Ergrauen der Haare stoppen will. Kupfer, Molybdän, Vitamin B10, PABA. Ich habe Leute, die hatten graue Haare, ja, aber noch fülliges Haar, so wie ich, grau, aber haben wir das Konzept angewendet, jetzt wird sie schon schwarz. Der kann es selbst nicht glauben. Aber wir sind, wie gesagt, biochemische Menschen, die unsere Biochemie selbst kontrollieren. Das wissen wir heute. Die Bruce Lipton und diese ganzen Leute sagen Meditation. Achtsamkeitsübung, Visualisierung, Manifestationsübung, das brauchen wir natürlich auch. Ich muss da mindestens überzeugt sein, dass es zumindest möglich ist, die Haare nachwachsen zu lassen. Wenn ich das ganze Zeug schlucke und sowieso nicht daran glaube, ach, da passiert eh nichts, dann wird wohl auch wahrscheinlich weniger oder auch gar nichts passieren. Heißt ja nicht umsonst, der Glaube kann Berge versetzen. Richtig. Kreisrunden Haarausfall, ja, das haben viele ja mal hormonell bedingt etc. wieder mit der Kur in den Griff bekommen. Hier haben wir eine Glatze, die tatsächlich wieder angefangen ist zuzuwachsen. Eine komplett Glatze, die wieder anfängt zu wachsen. Dann, das ist ja komplett unmöglich. Denkt man. Es geht darum, wieder in Verbindung mit der Natur zu kommen, unsere Selbstheilungskräfte anzuregen durch die Connection mit natürlichen Feldern. Die sind das nämlich. Die Informationsfelder, das Wasser, die Informationsstrukturen, die wir uns zuführen, die gelten den Zellen als Blaupause, als Masterplan, an dem sie sich orientieren können. Hier drin sind sie orientierungslos und sind von Elektrosmog und so eingehüllt. Sie wissen gar nicht überhaupt, wie sie wachsen sollen. Ja, und der Mensch braucht in diesem Umfeld auch die Haare nicht. Der denkt sich, oh, da stoße ich ab, ich brauche Zink für regenerative Prozesse, weil der Elektrosmog dich die ganze Zeit angreift. Ja. Also ganz viele Sachen fehlen. Lysin natürlich auch sehr wichtig und wichtige Aminosäuren, aus denen die Haare auch bestehen. Und wichtige Fette. Ja, pflanzliche Fette, Vitamin E, Tocopherole etc. Ganz, ganz wichtig. Und in dem Plan sind natürlich auch spezielle Sachen wie Boxhornklee, bei denen es eine wunderbare Studie gibt, wo er bei 90% der Probanden den Haarausfall gestoppt hat. Boxhornklee ist quasi das Geheimrezept und wir haben ein Produkt hier drunter, New Hairs, wo wir Magnesiumcitrat, Boxhornklee, MSM und Vitamin C in Form von Natrium Ascorbat kombiniert haben, um ein Produkt zu haben, das nachweislich diese Effekte erzeugt.
Und das ist natürlich genial. Manche nehmen nur das Produkt und haben da schon die Effekte. Manche haben nur unsere Seife benutzt. Wir haben eine ganz spezielle Seife und haben dadurch schon den Haarausfall gestoppt. Die haben nichts geändert, gell? Manche haben es schon mit einer Kur, die wir zusammengestellt haben, geschafft, Geheimratsecken zuwachsen zu lassen oder ganze Abschnitte oder ganze Glatzen wieder voll wachsen zu lassen. Allerdings ist es auch so, wenn mir die Haare ausfallen, dann bin ich garantiert nicht so 100% gesund. Ganz genau. Dann gibt es irgendeine Dysregulation, irgendeine Dysfunktion in meinem Körper, die nicht mehr so ganz funktioniert, denn die Haare fallen nicht einfach aus. Da gibt es ja von wegen genetisch, das kann ich euch ganz einfach widerlegen. Studien nachweislich, bei 100% der Probanden den Haarausfall stoppt und bei 90% den Haarausfall wieder anregt. Diese junge Dame hat auf dieses Geheiß hin gehandelt und hatte aus einer Vollglatze, wieder neues Haarwachstum kreiert. Ihr seht, was heutzutage möglich ist. Kalium so wichtig für die Haare? Ja, Kalium ist einer der Hauptbestandteile für die Haare. Und deswegen ist einfach der Avocado-Kern ein wunderbares Mittel, denn es gibt gar nicht so viele Lebensmittel, die so viel Kalium enthalten wie der Avocado-Kern. Dazu haben wir natürlich noch die Ballaststoffe, wunderbare Ballaststoffe, die sehr gut sind für unsere Darmflora. Und die Bananenschale stärkere Effekte erzeugt als Silmarin aus der Mariendistel. Wieso? Oder? Ja, also erstmal, das ist schon mal unglaublich, dass die Bananenschale, ganz wichtig, das besser kann als die Mariendistel, weil wenn man irgendwas für Leber haben will, da weiß eigentlich fast schon jeder, ja, Mariendistel. Und als wir das herausgefunden haben, sind wir von Mariendistel umgeschwenkt auf Banane und die Banane hat natürlich noch andere wunderbare Eigenschaften, sie hat auch sehr viel Kalium in der Schale. Und sie hat natürlich auch relativ viel Inulin in der Schale, welches auch wieder extrem wichtig ist für die Darmflora, um die aufzubauen. Denn, wie gesagt, es geht nicht nur um die Haare, es geht um den Gesamtgesundheitszustand des Körpers und den wollen wir insgesamt verbessern, weil wenn ihr Haarausfall habt, ist das schon ein Zeichen dafür, dass auch im ganzen Körper was nicht stimmt. Zinn wurde nämlich auch schon oft als Zuckerersatz in sehr, ich sag mal, armen Zeiten verwendet, weil man es irgendwie auch aus Kohle extrahieren kann, soweit ich weiß. Und es hat nämlich einen süßlichen Geschmack. Die Aminosäure Glycin, Glyphosat verdrängt. Wir haben uns überlegt, weil Glyphosat ist heutzutage eines der schlimmsten Umweltgifte, zerstört Darmflora, zerstört die Nährstoffaufnahme und vor allen Dingen kann auch zu Autoimmunerkrankungen führen, weil es sich eben an diese Stellen, wo Glycin fehlt, einbauen kann und als Aminosäure verwechselt werden kann vom Körper. Und wenn wir eben genug Glycin zuführen, kann der Körper das eben wieder verdrängen. Und hier sehen wir auch wieder, es ist ganzheitlich. Wir fokussieren uns nicht nur auf die Haare, packen da alles drauf auf die Haare, damit hauptsache die Haare wieder wachsen und den Rest des Körpers, na gut, der kann verschimmeln. Nein, wir bauen alles wieder auf, sodass wir ein gesundes, autogenes System wieder aufbauen können. Mit drei Eigenschaften glänzen, besonders für das Haarwachstum, denn Magnesium wirkt durchblutungsfördernd, sodass ist ja auch ein Problem, dass die Haarwurzeln nicht mehr gut durchblutet werden und da können wir eben mit Magnesium ansetzen, dass die Haarwurzeln auch wieder besser durchblutet werden, dass die Nährstoffe da besser ankommen und dass sich die Haarwurzel wieder regenerieren kann und den Kalk abbauen kann, denn die verkalken auch teilweise richtig diese Haarwurzeln. Dann Magnesium kann Stress abbauen und das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, wenn der Körper voller Entzündungen ist, wenn ich sogenannte Silent Inflammations am ganzen Körper habe, die ich aktiv gar nicht merke. Die Leute sagen, ja, ich habe doch keine Entzündung, ich habe hier keine roten Stellen und so, wir haben aber so ein aufgedunsenes Gesicht und all so Sachen. Gell? Das sind alles Entzündungsprozesse, die wir gar nicht so mitbekommen. Auch im Hirn ist es ja ganz stark vertreten, da liegt es gar nicht so fern, dass es auch an der Haarwurzel tatsächlich passieren kann. Das Mineral auch da, um die Säuren zu binden, ja, um den Körper von den toxischen Säuren zu befreien, auch in die Tat umsetzen, die haben wunderbare Erfolge. Sein Kopf vor der Kur aus, ja, und so sieht er heute ganz klar, da bilden sich neue Haare, es bilden sich von der Wurzel her neue Haare. Der Typ hat gleichzeitig auch 5 bis 15 Kilo abgenommen. Der Typ hat auch gleichzeitig seine sportliche Leistung verbessert. Seine Erektionsfähigkeit hat deutlich zugenommen. Hat eine Schlüsselfunktion, aber es geht um ein ganzheitliches Konzept. Und dieses ganzheitliche Konzept habe ich als PDF wunderbar ausformuliert und geschrieben. Das heißt, eine Tagesstruktur mit Ernährungsplan. Was esst ihr? Wieso esst ihr Quinoa? Weil da B-Vitamine drin sind, weil Vitamin E drin ist. Wieso esst ihr Sauerkraut? Weil da, wie gesagt, Glyphosat gebunden werden. Genauso wie Seragym Wärmetherapie. Also es ist ein ganzheitliches Konzept. Wenn ich euch sage, dass die ganzen Haartransplantationen, die ganzen Alpizins und das ganze Zeug, was sie da versucht äußerlich anzuwenden, nicht die Lösung ist, sondern die Ursache innen liegt an Übersäuerung, an Nährstoffmängeln und Defiziten, die man unter anderem mit diesen wunderbaren Produkten, aber einem Produkt, das wir designt haben, speziell um neue Haarwachstum anzukurbeln, nämlich New Hairs, wieder ausgleichen kann.
Aspekte, nämlich die Psychosomatik. Was ist denn eigentlich die Ursache dafür, geistig gesehen, wieso ich jetzt diesen Haarausfall habe? Aber wenn ich mit einem ganzheitlichen Konzept, wie wir das anbieten mit unserer Haarkur, das aufarbeite, besonders auch mit dem New Hairs, denn da ist ja Boxhornklee drin, der ja in mehreren Studien schon ganz rational nachgewiesen hat, freut er sich dann natürlich beispielsweise über in dem Chlorella über das viele Chlorophyll und fängt dann auch an, langsam wieder Haare nachwachsen zu lassen. Und wir haben da tatsächlich jetzt schon mehrere Leute mit sehr, sehr fixen und schnellen Ergebnissen. Ich auch, hab's halt einfach so getan, als ob ich es nicht wahrnehme. Und dann habe ich gesehen, dass er bei dir ein Interview gemacht hat. Dann habe ich mir dieses Interview halt angesehen mit dem ganzen Zeolit, Chlorella. Das Ideal ist zu machen wie Gulcha, zu mir zu kommen und sich erstmal scannen zu lassen. Ich habe ein Gerät, das nennt sich Vieva. Das ist eine Skalarwellenmesstechnik, mit der wir 200 Parameter, also Magnesiumwerte, Darmfunktion, Leberwerte, all das erörtern können und dann gezielt genau das geben, weil ihr Supplement Zink oder Biotin oder irgendwelche Sachen für die Haare und meint, ihr braucht es oder es kommt an, aber ihr nehmt es und es kommt gar nicht in der Zelle an. Und den hast du wirklich, muss ich dich wirklich loben, sehr, sehr vorbildlich umgesetzt. Das heißt, du hast ihn sehr, sehr strikt und streng umgesetzt und der Plan hat unter anderem eine vegane Lebensweise beinhaltet. Ich glaube, je mehr Zeit vergangen ist, desto einfacher wurde es dann. Irgendwann war es dann halt wie eine Aneignung. Ich habe es einfach direkt gemacht, als ob es im Kopf ist. Du stehst morgens auf und du machst dann alles und so. Und hast du noch was vermisst dann an den ungesunden Sachen? Sein Fleisch habe ich sehr lange vermisst. Mhm. Aber so Sachen wie Süßigkeiten, süße Getränke, das war dann halt nicht das Problem. Und dann habe ich es halt bemerkt, direkt nach 2 Wochen, dass wenn ich durch meine Haare so gewischt habe, sozusagen, sind gar keine Haare erst runtergefallen. Wie lange dauert es da? Wie lange dauert es? Ich sage, ey, Gulcha, das hängt davon ab, wie ernst du das nimmst. Weil wir haben einen Plan, der sehr streng ist, mit morgens Zeolit trinken, was den Darm erstmal reinigt und wichtige Mineralien reinbringt. Dann dazu Chlorella nehmen, was die ganzen Sachen hat, die ihr isoliert kauft für die Haare. Biotin, Q10. Was glaubt ihr, wo das alles herkommt? In dieser Alge ist es alles beheimatet. Hier sind essentielle Aminosäuren drin. 60% Eiweiß, so viel hat Eiweiß hat kaum eine andere Pflanze. Also wir haben hier alles drin. Wir haben Omega-3-Fettsäuren und viel Chlorophyll sowie Magnesium und andere wichtige Nährstoffe. Also eigentlich alles an Komplex. Mit diesen Basics, den und natürlich noch dem New Hairs, kann man schon wahre Wunder erleben. Du hast ja eigentlich auch nur die drei genommen und ich glaube Vitamin C und D3. Oder ich habe dir morgens empfohlen, jeden Morgen Zitronen und Apfelessig zu trinken. Ja, Zitronen und Apfelessig war auch dabei, habe ich meistens in den Salat getan. Könnte jetzt sagen, ja, ich esse ja viel Gemüse oder so. Das Problem ist halt, die Böden beim Gemüse sind nicht mehr so optimal. Wir können nicht mehr alle Nährstoffe daraus ausnehmen. Erstens, weil unser Darm so schlecht ist, da arbeiten wir mit dem Zeolit. Und zweitens sind eben die Böden von den Mineraliendichte, von der Art, wie es angebaut wird, von der von allem, wie es heutzutage in der industriellen Landwirtschaft gemacht wird, einfach inoptimal, um wirklich sich damit zu versorgen. Das Glasröhrensystem, sodass keine Schadstoffe von außen rankommen können. Es ist ein natürliches Lebensmittel, was nicht gezüchtet, verzüchtet wurde, sondern seit Jahrmillionen so existiert. Bei mir war es anfangs so, anfangs hat es ganz leicht fischig geschmeckt. Mhm. Das geht aber mittlerweile weg. Das hat dann auch was mit der Entgiftung zu tun, denn das Fischige, was ihr schmeckt, sind eigentlich die eigenen Schwermetalle, die gelöst werden. Und das schmeckt dann anfangs ein bisschen komisch, aber die meisten mögen es sogar sofort. Es ist eher eine spaßige Sache. Wichtig ist, eine Konsequenz reinzubringen, sprich, ich mache das jeden Tag, aber nicht zu strikt von wegen, ich habe es jetzt nicht um 9 Uhr gemacht, oh je, einfach fließen lassen, dann mache ich es um 10 Uhr. Es ist was ich mir selbst zu eigen machen möchte, was ja selbst meine Mission ist, das umzusetzen. Deswegen bleibe ich da ganz locker, mache es jeden Tag. Das erste Bild war, da habe ich extra das Bild unter dem Licht gemacht, also in der gleichen Position wie damals, als diese und diese Stelle sich komplett verdeckt hatten. War fürs Erste nicht so, aber es sah halt so aus, da die Haare viel dunkler geworden sind. Nach 2 Wochen, glaube ich. Nach 2 Wochen. Ja, also in den ersten 2 Wochen, da war es so, die Haare sind gar nicht erst ausgefallen und die Haare sind dunkler geworden. Und jetzt in den letzten 4 Wochen... Ich finde, man sieht ganz klar den Unterschied. Ja. Und was man auch noch sieht, es ist ja nicht nur eine Kur für die Haare, Leute. Ich bin morgens früh um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe immer so nachts sehr lange gesessen, Netflix geguckt und dann habe ich lange geschlafen und so. Nach diesem Zeolit und so habe ich gemerkt, auch die Verdauung ist besser. Also wenn man auf die Toilette gegangen ist, dann war das nicht so, sagen wir mal, schwergängig, sagen wir so. Mhm. Ich habe abgenommen auch und da wog ich 90. Und nach den 3 Monaten, also genau nach den 3 Monaten, wog ich 73. Nein. 2 zu dem Preis von 1 bekommen. Also ich habe auch abgenommen, was ich eh wollte und mir sind auch neue Haare gewachsen. Ganz früh aufsteht, es ist schon mal, ich gehe mit dem Biorhythmus, ich stehe morgens auf, meine Hormonproduktion funktioniert besser. Dann natürlich, wenn ich den ganzen Mist weglasse, wie Milchprodukte, Getreide, schlechtes Fleisch und so, dann habe ich einen riesigen Hormoncocktail auch meinem Körper gespart. Ich habe verschiedene Transfettsäuren in meinem Körper gespart, die extrem aufwendig sind, wieder zu verstoffwechseln oder aus dem Körper rauszubringen, die sogar Krebs verursachen. Ich habe weniger Zucker, der
eigentlich wirkt wie Koks wirklich. Ich habe das in letzter Zeit jetzt mal wieder ausprobiert. Ich habe in letzter Zeit wirklich einige Mengen an Zucker gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach um mal wieder ins echte Leben reinzukommen, wie es denn überhaupt ist. Und ich muss euch wirklich sagen, es ist wie eine Droge. Man nimmt das und du brauchst dann wirklich den ganzen Tag Zucker, um auf diesem Level zu bleiben. Und allein wenn man das schon mal rausnimmt, ist man eben viel entspannter. Dein Insulinspiegel geht nicht so, sprich, dass du die ganze Zeit diese Cravings hast, weil dein Energiespiegel so abfällt. Dann esse ich wieder Zucker, mein Energiespiegel geht so hoch, dann geht es wieder runter. Dadurch hat man einfach auch eine konstantere Energie. Wenn dann eben man weniger Zucker isst, funktioniert auch die Insulinproduktion besser, man kann besser wieder abnehmen. Ja, wie die Psyche praktisch den materiellen Körper beeinflusst. Und da die Psyche ja eine feinstofflichere Ebene ist jetzt als der materielle Körper, manifestiert sich es von der Psyche in den materiellen Körper runter. Und da ist eben das Thema mit Haare entwurzelt sein, also von wegen keinen Halt mehr haben im Leben, keine Verbindung, keine Wurzeln. Oder was es noch war, die Haare stehen auch immer für das Alte. Wenn ich lange Haare habe, habe ich sehr viel Altes bei mir. Und wenn ich damit nicht unbedingt abgeschlossen habe, das nicht für mich geklärt habe, wenn ich dann nicht, ich sag mal, im Reinen mit mir bin, das für mich geklärt habe und gesehen habe, okay, das und das war das Thema da war ich emotional beteiligt daran, dann ist es schwierig. Bei Frauen zum Beispiel hilft es auch manchmal, habe ich jetzt schon selber erlebt, dass wenn sie lange Haare haben und Haarausfall haben, dass sie sich ein Stückchen abschneiden. Zum Beispiel, wenn die Haare gefärbt wurden oder so, ist ja auch immer gerade ein Bruch im Leben oder sowas, da ist ja irgendwas passiert. Bis dahin abschneiden und dann kann das auch schon helfen tatsächlich. Ja, 3 Monate und 2 Wochen jetzt genau, sagen wir so. Ganz Erdung, ja. Wenn man wieder barfuß läuft auf einer Wiese, dann gibt man diesen ganzen Elektrosmog, die ganze Strahlung, die ganze Spannung ab. Man entlädt sich und man lädt sich mit negativen Ionen und Elektronen aus der Erde auf. Und so Sachen hatten wir auch eingebaut. Bewegung an sauerstoffreicher Luft, Wind, Wetter, Sonne. Das gehört alles dazu, Leute. Ihr könnt so viel Haartransformation machen, wenn ihr wollt, wie ihr wollt, wenn ihr nicht nachhaltig euer Leben umstellt. Der Seite, rote Pickel, die sind gar nicht weggegangen. Wie lange hast du die schon? Boah, ich glaube, 1,5 Jahr, 2 Jahre so. Mhm. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin deswegen nicht zum Arzt gegangen, weil es ist halt nicht so, wie soll ich sagen, es ist halt nicht so aufgefallen und dann war es mir auch theoretisch auch so, sagen wir mal, egal. Und dann habe ich die Creme benutzt, ich habe die auch für Gesicht benutzt, nicht nur für die Haare. Und auf einmal, ich habe bemerkt, ey, hier die Pickel sind weg. Der rote Pickel hier und auf der Seite, die sind dann komplett weggegangen. Ich habe diese Creme auch einem Freund gegeben, der hat mir dann auch gesagt, also wenn der Pickel hat, er tut es drauf und die Pickel sind sogar schon nach 1 oder 2 Tagen ganz weg. Ja. So. Also das ist echt krass, ja. Das muss man sagen. Zum Beispiel in einer Seife, die allein schon die allein schon das Haarwachstum anregen kann. Die Kur ist so vielfältig wie das Leben selbst. Ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein, seht die lebendigen Beispiele. Schaut euch unbedingt nochmal die Playlist hier drunter an, wo ich alle anderen Testimonials, also Menschen verlinkt habe, die ähnliche Effekte hatten, wo die Haare nachgewachsen sind, die sich transformiert haben, die ihre Geschichte erzählen. Als Beispiel, nach 3 Monaten solche Effekte zu haben, aus dem Körper selbst heraus, ja. Ihr müsst ja immer denken, diese Haartransplantation ist zwar eine Operation, ihr habt direkt wieder neue Haare, die Frage ist aber, wie lange und wie beständig. Deswegen würde ich mir überlegen, wenn ich jetzt dieses Problem habe, aber jetzt davor stehe und sage, nee, auf meinen Zucker kann ich aber nicht verzichten und auf das kann ich nicht verzichten. Lasst euch erstmal 1 Monat komplett darauf ein, danach werdet ihr schon super Effekte haben und danach einfach nur und danach einfach das integrieren, was ihr für euch noch mitnehmen könnt und so gut es geht und dann werdet ihr auch weiterhin deutsche Effekte haben. Und ich glaube, wenn der Gulci das jetzt hier einfach so nochmal ein Jahr nur annähernd so weiterführt, weißt du, vielleicht auch ab und zu nochmal Nudeln isst oder was weiß ich, was er gerne möchte, scheißegal, dann wird er trotzdem, wenn er nur diese Sachen weiternimmt und einen einigermaßen gesunden Lebensstil mit einmal am Tag einen Salat, einfach eine gewisse Routine, eine Gelegenheit, also aus der Gelegenheit hier was rausnehmen, nicht unbedingt alles, ist nicht zwangsläufig, es muss nicht alles sein. Und dann wird man nach einem Jahr wieder komplett volles Haar haben. Er wird aussehen wie Elvis Presley. Ihr habt wirklich Glück und das ist ein Geschenk für euch, dass ihr dieses Video gerade seht. Denn Ärzte oder so werden euch bei dieser Sache, ich bin mir zu 99% sicher, nicht helfen können. Das, was die Ärzte euch sagen, also die haben ja auch gesagt, mach das da drauf oder mach das da drauf. Und das wird dann auch nicht so viel bringen. Und deswegen, ihr habt gerade Glück, dass ihr dieses Video seht. Ich würde euch am besten empfehlen, ihr kommt direkt zum David. Dann habt ihr direkt Kontakt, eine Ansprechperson. Natürliche Wesen. Wir kommen aus der Natur. Wir brauchen natürliche Lebensmittel wie Gesteinsmehle, Vulkangesteine, Algen etc. Und wir sind die einzige Kur auf dem Markt. Ich habe jetzt den Haarmarkt seit mehreren Jahren studiert. Die einzige Kur, die rein mit Pflanzen, mit vollwertigen Pflanzen arbeitet. Danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt was ganz Neues für dich. Und zwar den Inner Circle. Eine Wissensplattform, wo ich mein geballtes Wissen der letzten Jahre unzensiert zusammengefasst habe. Mit einem Expertenteam rund um das Thema Gesundheit und viele andere spannende Themen findest du dort neue Hintergründe zu meinen Geschichten
und zu den Informationen aus diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.